Timmy, was machst du denn da oben? Komm mit schwimmen. Schönes Bad tut dir auch gut. Aua, 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 aua. Scheiße, der Beißfisch. Den habe ich ja ganz vergessen. Der ist hier im Wasser. Verdammt. Ah, lila Blatt nehmen wir mit bei den Glühwürmchen. Wie schön. So, sollten wir uns ein bisschen beeilen, hier zu schwimmen, weil, wie gesagt, dieser Beißfisch, der tut ganz schön weh. So. Was? Oh. Ja, jetzt abhauen, weißt du? Verpiss dich, Penner. Glaub's ja wohl. Ach, wir müssen ja wieder nach oben, ne? Verdammt. Wie kommen wir denn... Ja, hier war ja Dings, ne? War das hier gewesen? Ach, guck mal an. Können wir an der Liane, können wir hochklettern? So wie George aus dem Dschungel. Oh, vielen lieben Dank für Zuschauer. Für Zuschauer, vor allem für die, die da sind auf Twitch. Vielen lieben Dank, dass ihr so fleißig dabei seid hier im Live-Let's Play. Für die Leute, die es, wie gesagt, auf YouTube gucken. Ich freue mich natürlich auch, dass du eingeschaltet hast. In der Folge XY, wo ich noch nicht weiß, welche das wird, weil ich ja schon, ja, 2 Stunden, 26 Minuten wahrscheinlich aufnehme, so um den Dreh. Oder 2 Stunden, oder 3 Stunden, oder 4 Stunden, ich weiß es gar nicht. So, ich werde nochmal ein paar Dings hier herstellen. Und dann gehen wir wieder zurück. Und er will fliegen. Der will da echt runterspringen. Okay. Also dein... Aus den ganzen... Mal ganz ehrlich, ja? Aus den ganzen Tieren, die wir jetzt gesammelt haben, haben wir ihm 2 Federn mitgebracht. 2. Ja, ich wiederhole, 2. Da war ein Fisch, das waren 2 Vögel, ja, und eine Schildkröte. Und er besorgt ihn einfach mal nur 2 Federn. Vor allen Dingen, er will fliegen. Warum muss ich dann eine Schildkröte töten? Ist egal, ich enthalte mich meiner Stimme. Dein Stream macht mir sehr Spaß. Ja, das ist super, das freut mich doch. Wie gesagt, jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr gibt es hier die Let's Play Live Show. Und wir machen ja heute ein Live-Let's Play. Das heißt, ich nehme auch für YouTube die Folgen auf. Und deswegen ist der Chat auch hier unten aus, im Spiel. Und ich sehe aber den Chat ja trotzdem. So, und werde ja nicht so großartig auf den Chat eingehen, nicht böse sein. So, er will fliegen. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Fliegen wie ein Vogel abgeschlossen. Alter, was ist das denn? Lebt er noch? Alter, so ein Sturz von da oben. Wie will der denn, Alter? Ich will's gar nicht wissen, Alter. Wie? Lebt er noch? Alter, wie kann man nur so dumm sein? Okay, das waren... Okay, das sind wieder Säbelzahntiger. Lebt er noch? Der scheint... Ja, der scheint in den Schrohhaufen gefallen zu sein. Der scheint noch zu leben. Okay. Ja, ist ja... Ist interessant. Finde ich supi. Ja, das war nochmal eine Mission, die einen sehr gefreut hat. So, pass auf. So, wir müssen... Da müssen wir noch hin. Aber das ist hier im kalten Gebirge. Da würde ich mir gerne doch gerne... mir die Hose craften. Die Hose, weißt du? Verstehst du? Hose. Da brauchen wir Wolfsfell. Wir könnten mal eben so einen Wolf mal eben jagen gehen. Das ist sogar hier ganz in der Nähe. Guck mal an. Und zwar ist das da. Geh weg! Lass mich. Lass mich. Der kriegt sich das mal auf Bier, ne? So.
Lohnt es sich, das Spiel zu holen? Erstmal vielen lieben Dank für die Frage und willkommen hier im Livestream. Beim Live-Let's Play. Wie gesagt, ich gehe eigentlich nicht auf die Fragen ein, weil wir gerade Live-Let's Playen, aber ich kann dir gerne die... Guck mal, da ist gerade ein Jack gespawnt, hast du gesehen? Auf einmal blöpp war er da. Aber ich kann dir die Frage trotzdem gerne beantworten, wenn du möchtest. Die Frage ist immer, was erwartest du vom Spiel? Was erwartest du vom Spiel? Und die Frage ist wirklich, was willst du für ein Spiel haben? Willst du wirklich so ein Spiel? Ich spiele sowieso auf meine eigene Weise. Ich habe mir die Karte ausgemacht. Ich gehe nicht in dieses Belohnungslager mehr rein, großartig, sondern ich spiele so auf meine Art und Weise. So mehr mit Survival. Survival! Mäßig und so alles. Und, ja, spiele das so auf meine Art und Weise. Und wie gesagt, es macht eine Menge Spaß. Es macht viel, dieses Tiere jagen. Jetzt zum Beispiel sind wir ja gerade auf dem Weg, um uns Wolfsfell zu organisieren, ne? Hier ist nichts mit Ballern oder Plem, 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 Plem und Peng, Peng, Peng. Und ja, die Story ist auch ganz cool. Macht auch Spaß, so ein bisschen zu verfolgen und alles. Ne, ist jetzt keine, boah, pff, ey, wow, ey, geil, ey. Pff. Ne, aber, und wie gesagt, und das Ganze mit dem, ja, die Karte ist aus Far Cry 4 und hast du nicht gesehen und bla, bla, bla. Das interessiert mich ein Scheiß. Hauptsache, ich habe Spaß am Spielen. Und Hauptsache, das Spiel macht Spaß und das macht es mir. Und ich hoffe, euch natürlich auch beim Zusehen. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Es sieht gut aus. Du siehst hier, es ist jetzt die Nacht. Ich weiß nicht, Streamqualität ist jetzt nicht so top, weil es an Twitch heute liegt. Aber es macht so viel Spaß. Also, wie gesagt, es kommt immer ganz drauf an, wie man selber spielen möchte, was man vom Spiel erwartet und so. Und, na, es ist kein Nonplusultra. Aber trotzdem macht es sehr, sehr, sehr viel Spaß. So. So, zurück zu dir auf YouTube. Ja, wie gesagt, ich muss mal gerade oder mal kurz eine Frage beantwortet. Und es wird Tag. Sehr schön. Ich sammle mal eben die Blümchen rein. Lala. Survival. So, warte. Wir müssen. Hä, wieso bin ich denn runter? Ich bin so schlau. Ich bin so schlau. Ich mache mir den Wegpunkt da unten hin, weißt du? Ich mache mir den Wegpunkt da oben hin und kletter runter. Ich bin so schlau. Das ist ja unfassbar. Wie schlau ich doch bin. Das gibt's gar nicht. Wir wollen doch Wölfe jagen für Wolfsfell, weil ich mir eine Hose craften möchte für den fürs Wintergebilde. Für den Winterbereich. Jetzt natürlich die Frage, wo. Hier war das. Hä? Hier war das gewesen? Ich schau mal eben. Was? Jetzt sind die Wölfe hier weg! Hier waren. Was ein Mobbing-Spiel. Ich glaub das nicht. Jetzt sind hier die Wölfe weg. Das gibt's doch gar nicht. Das heißt, die Wölfe, die ziehen weg um und hast du nicht gesehen? Das gibt's doch gar nicht. Das heißt, wir müssen jetzt woanders gucken, wo wir Wölfe finden. Nein. Okay, warte, pass auf. Da müssen wir mal schauen. Wollen wir denn. Da ist noch einer, pass auf. Ich mache einen Wegpunkt. Da ist. Man sieht's. Wolf. Ja, Wolf. So, und ich mache jetzt hier schnell Reise. Nicht, dass jetzt irgendeiner denkt, der jetzt hier gerade zusieht oder so, oh, du auf YouTube. Da war kein Wolf, wie du markiert hast. Da war gar nichts. Ich bin nicht doof. Ich meine, dass es mittlerweile überall bekannt ist, dass ich das bin. Das ist klar. Aber, so nun auch wieder nicht. Komm mal her, Timmy. Timmy, komm mal her. Du hast ein bisschen Fleisch verdient. So für dich. Ja. So, wo ist denn der Wegpunkt, den man ja so glorreich sieht? Da ist er. Das muss echt bei dem Spiel mal abgeändert werden. Ich weiß gar nicht. Gibt es so gewisse Leute, die das Spiel, also auch für dich auf YouTube, falls du das Video gerade siehst, spielst du dieses Spiel auch und hast auch so das Problem, den Wegpunkt immer zu sehen? Das würde mich mal interessieren, ob ich, wie gesagt, der Einzige bin, der so dieses Problem hat bei dem Spiel. Weil es kann ja nicht sein, dass ich hier der Einzige bin, hier so, ja, ich sehe den Wegpunkt nicht, ja, ich bin blind. So, jetzt muss er gucken wie ein Wolf. Hier ist der Wegpunkt, hier müssen Wölfe sein. Wo sind sie? Ich höre sie doch. Oder habe ich schon wieder Paras? Wo sind die Wölfe? Wo sind die Wölfe? Wo sind die Wölfe? Wir sind im Dickicht. Ganz allein. Auf uns gestellt. Und keiner ist hier. Außer Timmy und ich. Wo ist denn... Dass der Wegpunkt aber auch nicht verschwindet, ne? Weil sobald man da drüber läuft, ist auch ein bisschen schade. Was? Was ist denn da schon wieder los? Da feiern schon wieder welche in der Demo. So, warte mal. Hä? Was? Ja, ist okay. Aber hier müssen doch
Ich schaue jetzt mal auf die Karte. Da sind immer noch Wölfe. Und die müssen hier sein, angeblich. Aber ich sehe weit und breit keine Spur von Wölfen. Müssen die wieder irgendwo spawnen? Was ist das denn da hinten? Da. Das war einer. Habe ich jetzt eine Keule geschmissen? Nee. Da hinten lief auch gerade was rum. Tiertasche für Tierhaut ist fast voll. Ja. Wir müssen mal schauen, dass wir hier... Alter, wie schlecht das gerade mit dem Pixel ist. Das tut mir so leid. Wenn ja... Ach, da hinten laufen die wieder rum. Ja, lass... Lass mal die einfach mal laufen. Die interessieren uns gar nicht. Jetzt gerade mal... Im aktuellen Zustand... Mist, verdammt. Ich dachte, ich könnte die Vögel mal erleben. Da hinten ist ein Wolf. Ja, wenn Tibi tütet, kriegen wir ja auch wenigstens ein bisschen EP. Ne? So, Knochen, Tierhaut, Dingsfell. So, wir schauen mal eben im Dorf. Nee, warte mal, was wollten wir denn? Wir wollten... Ach genau, die Hose. Ja, wir können die Hose craften. Jawohl! So, wir brauchen Weißwollfell noch einmal und seltenes Weißjackfell. Davon haben wir beides jeweils einmal schon bisher. Ein recht kleines Wolfsrudel. Ja, das stimmt. Recht klein ist es. Was können wir denn hier bauen? Eine Falle? Lege diese versteckte Fallen, um Raubtiere und Gegner zu überraschen und abzuschrecken. Eine Falle? Wie kann man denn... Ah, hier. Okay. Und wie funktioniert das? Ach, ist ja krass. Aha, okay. Für was nützen die, warte mal. Okay, da waren 23. Okay. Wie gesagt, ich antworte eigentlich nicht so gerne jetzt gerade auf den Chat und so alles. Wie gesagt, weil ich ja für YouTube jetzt hier das aufnehme. Aber ich kann es dir nochmal kurz zeigen, falls ihr es wissen möchtet. Hier, wie gesagt, die Fähigkeitspunkte kannst du hier verteilen. Da kannst du dann zum Beispiel, ja, kannst zum Beispiel schneller rennen, kriegst mehr Gesundheitsbalken. Kannst aus einem Pfeil dann zwei machen mit den Ressourcen. Oder Sachen wie durchsuchte Gegner werden automatisch aufgeführt, wenn du dein, nee, wenn du einen Takedown ausführst, werden zum Beispiel automatisch, kriegst du die Ausrüstung sofort automatisch, brauchst nicht du suchen und so weiter und so fort, kannst die Eule, dein Begleiter oder so verbessern, die Tiere, die du zähmen kannst und ja, Fallen und hast du nicht gesehen, Mammuts reiten und sowas alles, wie gesagt. So, mal eine kurze Einleitung, so im Prinzip ist darum. Wie gesagt, ich habe die Karte auch ausgemacht, also, ne, ich bin ja, wie gesagt, einer, der spielt das ja ein bisschen anders wie andere, normalos. Normalos hat er uns genannt. Nein, habe ich nicht. Ich meine jetzt einfach nur damit, dass ich gerne mal so ein bisschen anders spiele wie andere. Andere legen das Spiel ein, spielen und fertig. Und ich habe mir die Karte ausgeschaltet und wie gesagt, habe jetzt auch... Ich weiß gar nicht, welche Folge. Die letzte Folge war das irgendwann oder vor ein paar Folgen. Gesagt gehabt, dass ich auch nicht mehr an diesem Belohnungslager rangehe. Weil dann macht mir nämlich das Ganze nicht mehr so viel Spaß, dieses Sammeln und alles. Und dieses... Was war das denn? Das Survival-Feeling. Survival! So. Ich sehe schon, ich kriege bald rechtliche Konsequenzen. Ich weiß nicht, wo wollten wir denn? Wir wollten Mammuts jagen. Definitiv wollten wir Mammuts jagen, weil wir brauchen noch Mammutfell. Brauchen noch Mammutfell. Das, Alter, der Baum wird jetzt brennen. Der Baum wird sowas von brennen. Weg. Aua, 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 aua. Halt dich. Ciao. Ich war's nicht. Ciao. Scheiße, unser Timmy, verdammt. Unser verfickter Timmy. Unser Timmy! Ich muss Timmy heilen.
muss Timmy heilen. Komm her, hier. Aua, 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 Alter. Geh weg, du Penner. Nein! Was? Hör jetzt, Alter! Uah, ich muss weg hier. Aua, 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 kletter da hoch. Hör. Nein! Schon wieder, Timmy, das gibt's doch nicht. Du dämliches Drecksmammut. Verdammt nochmal, kletter da hoch. Nee, nee. Dieser dämliche, ist es jetzt tot? Sind die beiden jetzt down? Gott sei Dank. Aber wo ist das andere Mammut hin? Aua, 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 aua. Heiß, 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 heiß. Nee, ich kram mich gerade. Nee. Ich frage mich gerade, wo das andere Mammut ist. Das müssten wir ja normalerweise auch erledigt haben, ne? Oder? Wo ist das andere Mammut hin? Ich kletter mal eben hier auf den Berg, auf den kleinen Berg hier. Hä? Ah, hier! So. Mammuts reiten ist natürlich auch sehr geil. Stefan! Hi Stefan! Ich grüße dich. So, willkommen zum Live-Let's Play. Uns fehlt Hartholz. Guck an, siehste? Und jetzt geht das schon los mit Ressourcen sammeln, nämlich. Und beim Belohnungslager hättest du jetzt einfach ganz normal, wärst an deinem Belohnungslager gegangen, in deinem eigenen Dorf oder irgendwo in so einem Shelter, wo du da sitzt und alles und klickst einfach im Menü rum und füllst deine Taschen auf. Und das finde ich ein bisschen, ich weiß nicht, man hätte das vom Spiel generell auch alles anders lösen können, aber man kann es auch so selber spielen. Wenn man die Spielweise halt so ändert, wie ich das jetzt mache. Denn ich gehe dann nämlich jetzt natürlich auf Ressourcensuche. So richtig so schön Survival. Hashtag Survival. Ach, guck mal einer an. Sobald ich meine Keule hebe, klingt ein bisschen falsch, haut er ab. Das passiert mir normalerweise eigentlich auch, wenn ich vor Frauen stehe. Sobald ich meine Keule hebe, hauen sie ab. Also, sprichwörtlich. Ja, sprichwörtlich. So, vergiss einfach das Letzte, was ich gesagt habe. So, Karte. Wir wollten, ich weiß gar nicht mehr, was wollten wir denn eigentlich? Wir wollten. Was wollten wir denn? Ach, genau, wir wollten. Eigentlich hatten wir jetzt den Speer, craften wir mal. Wir wollten. Eigentlich hatten wir Mammut. Wir brauchen immer noch zweimal Mammuthaut. Hatten wir doch. Hat das noch nicht gereicht? Die zwei Mammuts? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie jetzt mittlerweile reichen. Aber gut, dann passt das ja eigentlich. Mal wieder auf die kleine Keule wechseln. So. Diese dämlichen Rothunde, ne? Die kamen mir voll in die Quere, gerade auch bei den Mammuts. Das geht mir so auf den Sack. Hallo Jungs, was macht ihr denn hier? Oh, ich habe meine Keule aus Versehen geworfen. Also weingemacht, Timmy. Hat du ganz fein gemacht. Ich war gerade total fasziniert, wie er den kaputt geschleudert hat quasi. So, warte mal, ich wollte eigentlich. Okay, wir müssen echt noch Mammut sammeln. Mammuthaut. Pass auf, wir gehen mal zurück ins Dorf. Dorfmission? Was? Aha, rede mit Manu. Okay, wir gehen erstmal zurück in unser Dörfchen. So. Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir da erstmal hin, nehmen noch eine Mission. Ich trinke mal einen Schluck, warte mal. Oh, warm schmeckt das auch gut. Alter. Warm ist auch sehr lecker. So, wir haben hier so viele Sachen eigentlich. Winja. Dorfmission. Ich weiß noch nicht, ob ich die Dorfmission jetzt annehme. Könnten eigentlich mal mit Sailor reden. Mit Sailor. Oder Sailors. Da haben wir auch einen. Ah, ist er hier? Das ist doch der Dings, ne? Geht,
Liams Hütte. Ich bin überlegen. Naja, komm, wir reden mal mit Sailor. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so die Hauptmission. Quatsch mal mit ihr mal. Und schau mal, was sie zu sagen hat. Laiwabi. Udam Dijamsu. Entschuldigung. Uti Shausi Schwada. Nasam. Ich will ja keine Schleichwerbung hier machen. Okay. Ja. Zum Kartenmenü hinzugefügt. Okay, dann schauen wir nochmal. Es müsste theoretischerweise dann... Da ist die Mission. So. Zähler die Sammlerin. Ja, okay. Das ist sehr schön. So. Ich würde sagen... Wir sparen uns... Hallo? Mein Controller macht schon wieder Mucken. Das finde ich natürlich sehr schön. Sehr feierlich. Dass der schon wieder quasi aussetzt. Entschuldigung. Alter, was ist denn los? Ja, unser Dorf wächst und gedeiht, finde ich. Es sammelt sich immer mehr hier an. An Dorfureinwohner und Einwohner. Und hast du nicht gesehen? Und wir sind quasi hier so der Master of Chief und erledigen alles und machen alles. Und ich würde sagen, in einer nächsten Folge, wenn dann jetzt hier der Flex dann nochmal weiterspielt demnächst, jetzt in der Zukunft, dann würde ich sagen, der wird dann wahrscheinlich dann richtig Spaß kriegen, weil die Mission klingt sehr interessant. Und dann schaltest du auf YouTube auch wieder ein. Und ich würde sagen, dann machen wir jetzt hier erstmal eine Folgenpause. Ne? Bis dann. Ciao.